Ja, Freunde, wir haben auf jeden Fall den Play-Button für den Streamfrei-Channel bekommen. Warte, ich mach ganz kurz Dings hier, YouTube. Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar, Freunde, wir haben es endlich geschafft, gemeinsam. Wir haben den 100.000 Play-Button bekommen, ja? Hock in den Chat dafür. Da ist er, Freunde, da ist er. Ja, Mann. YouTube hat mir einfach persönliche Nachricht geschrieben. Die haben mir eine persönliche Nachricht geschrieben. You just done something that very few YouTube creators. Natürlich in erster Linie, Real Talk, jetzt mal Spaß beiseite. Danke an euch, Mann, an die ganzen Leute, die den Streamfrei-Channel immer verfolgen. Auch Kuss geht raus an Caro, Digga, der immer aktiv dahinterher war und auch mit reingegrindet hat, immer die Videos ready gemacht hat, mir auch oft in den Arsch getreten hat, damit noch ein Video rauskommt. Der kriegt aber auf jeden Fall auch noch einen. Ich pack den jetzt aus, Leute. Seid ihr ready? Schäfer, der fällt mir jetzt auf den Boden und hier, das Ding bricht einfach raus. Genau dieses Play-Zeichen bricht einfach raus. Da ist einfach nur so ein Kreis jetzt. Englisch auf jeden Fall. Oh, shit! Das ist tatsächlich wirklich mein erster Play. Also ich hatte noch nie einen. Der sieht doch echt edel aus. Der sieht noch edler aus als in der Cam. Nice, Digga. Aber ich weiß nicht, wo ich den hin tun soll tatsächlich. Der ist aber Real Talk. Freut mich wirklich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Mann. Real Talk ist aber nicht mein Playbutton, sondern ist unser Playbutton. Ist der Playbutton von den ganzen Leuten, die hier mitgewirkt haben, Mann, und immer aktiv die Videos schauen. Kein Konzept, schreiben viele Leute. Kein Konzept ist wieder frei. Der Bruder ist aus Hubs rausgekommen. Er hat es geschafft. Wir haben ihn vor der JVA mit G-Klassen empfangen. Wir haben ihn mit Goldketten alles empfangen vor der JVA. Er ist wieder zurück. Hat er auch direkt ein neues Video gedroppt tatsächlich. Wir gehen direkt mal ein neues Kein-Konzept-Video rein, Mann. Okay. Ah, chillig. Ah. Okay. Wahrscheinlich live mit dem redet. Ich habe jetzt gerade die Nummer hier von Kein Konzept. Was geht ab, Killer? Wirklich, du bist es. Du bist Kein Konzept, der Echte. Ich bin der Echte. Wirklich, hat er telefoniert? Hat er wenigstens seine Stimme geleakt, der Hund? Der Kanal Kein Konzept wurde gelöscht aufgrund von pornografischen Inhalten. Es geht dabei um folgendes Video. Es ist nur ein Fuß. Abwarten sieht gut aus, dass der Kanal zurückkommt. Haben wir sehr viel geholfen. Ja. Ich habe auch schon Bescheid gesagt an Mitarbeiter. Und ich glaube, der Kanal kommt auch. Wäre auch, dass da alle so geholfen haben und so zusammengehalten haben. Wirklich sehr, sehr nice. Der YouTuber Kein Konzept wurde von YouTube gesperrt. Sondern selbstverständlich heutzutage, ne? Also. Selber ist auf jeden Fall noch zuversichtlich, dass er da wieder entsperrt wird. Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass er nächste Woche wieder da ist. Moin, da bin ich leider wieder. Wir merken uns, nie wieder Füße zeigen. Ja, okay, scheiß drauf. Das müsst ihr euch mal geben, der Typ hat Füße gezeigt, der hat einen Perma bekommen, sein Channel wurde komplett genommen, weil er einen Fuß gezeigt hat. Legendär und die Kids wollen mehr, das ist heute schon lange. Findest du Papa Platte seinen Chat genauso dämlich wie ich, dann gib Pfötchen. Danke. Omega 0, Omega 0, I'm muted, Omega 0 und dann... Desktop League? Oh ja, stimmt. Könnte. Oh, das sieht nice aus, Mann. Da kein Konzept wieder einen Schnitt machen, dass man da nur irgendwelche Pornos sieht. Ach nee, Kanal ist ja gebannt. War der zu früh? War der zu früh? Shit. Oha, oha. Es ist einiges zu bereden. Ihr seht schon am Titel schlechte Neuigkeiten. Der Account ist permanent gebannt und wird nicht wiederkommen. Don Coyote! Boah, Regina darf einfach nicht den Mund aufmachen. Bis jetzt alles nachvollziehbar und ich finde alles in Ordnung. Weil Nico 31er ist. Kein Banngrund. Inscope 31, Nico 31. Nico, kannst du nach Hause fahren? Das ist eine einfache Frage, die er gestellt hat. Inscope 31, 31 Nico. Schlimmstes Camp! So, jetzt wird's, jetzt verstehe ich schon wieder nicht, warum da nicht gleich ein Timeout drauf geht. Inscope 31, Real Talk. Da hat er sich nochmal gefangen. Wieso ist Regina so anstrengend? Gina und JJ. Top. Digga, ich wollte gerade sagen, was ist bei Knossi los? Ist er bei den Ballers jetzt oder, was ist passiert? Kann man das einer erklären? Was ist da passiert? Ballers for life. Sind hier keine Tiere. Tierwelt nur in dein Kinderzimmer, in die Kinderbücher. Bam! Aus, nächster. Robin LOL, gesperrt vom Boozer. H.S. Hallo, liebes Mod-Team. Knossi hat gefragt, wie geil findet ihr den Stream? Ich hab dann HS, das sollte Hammer Stream heißen und nicht so. Gib mir eine zweite Chance, ich möchte mit dem Chat schreiben. Hammer Stream. Ey, wir müssen auch mal die Entbannungsanträge mal bald machen, tatsächlich, ja? Nächster. Ja, aber du hast gerade einen Kaugummi-Mütter dann schon, der klebt gerade ein bisschen am Boden. Ja, dann ist das so. Bleib mal hier. Nee. Du hast gerade ein Mies-Kaugummi. Ja, ist ja gut. Ja, spring mal. Ich möchte nicht springen. Ich geb dir gleich den
Schlag und dann springst du hoch. Nein, ich will nicht springen. Das war schlecht. Ich spring jetzt. Ich spring nicht. Bro, ich wollte gerade sagen, er nutzt den Bug aus, was ein King, aber danach kam einfach ein Auto, das ihn gerippt hat. Pech gehabt. Ey, ich weiß gerade nicht, war das gerade die Sirene oder war das Knossi, Alter? Guck mal, das sieht so aus, als wäre das einfach. Ich würde das feiern, wenn beim Öffnen so ein Schrei kommen würde, so, ey! Aber imagine, du kennst mich nicht und so eine Level-Up-Dose schreit dich an. Die Angabe zur... Ich mach gleich den Tester, ich freue mich drauf. Und ich glaube auch, egal, ob ich nicht alle Schilder und sowas kenne, ne? Ganz egal, ob ich das nicht alles kenne. Ich glaube, bin fest der Überzeugung, dass ich mit logischem Denken alles lösen lässt. Wie viel glaubt ihr, wie viele Punkte? Ich sag nicht mehr wie 5. A few moments later. Ach so, sieht sie nicht, oder? Jo, sieht sie nicht, Digga. Hat sie nicht gesehen, ja, auch kein Ding. Ach so, jetzt auf einmal gesehen. Oh no. Bier, wir haben Bier auf dem Laptop. Einfach ins Auto steigen, ne? Hallo. Oh nein. Hallo, hör auf, mein bester Freund. Warte, ich muss die Cam verschieben. Oh nein, das ist der Clip, wo Revi einen 10-Jährigen zusammenschlägt. Schade. Ins Auto steigen, ne? Hallo. Ja. Hallo, hör auf, mein bester Freund. Ben, der ist 10! Entschuldigung. Du schlägst ein kleines Kind, Ben? Wir haben nichts damit zu tun, die Polizei ist nicht da, keiner hat was gesehen. Ja gut, da haben sich ja jetzt die 300 Euro gelohnt an kein Konzept, ne? Für 300 Euro hätte ich jetzt wenigstens ein bisschen mehr Werbezeit erwartet, aber... Sendezeit erwartet, aber... Ey, ich hatte genau das gleiche gerade. Ich hatte meine Freundin und meinen Bruder davon erzählt, die waren auch im Auto. Meine Freundin macht das Navi. Wir sind an der Kreuzung, ich sag links oder rechts. Die Ampel wird gerade grün. Sie so, war gerade am Handy, hat es nicht gecheckt, sagt grün. Falsch. Sie meinte links. Das kann passieren. Und dafür hätte ich wieder einen riesen Shitstorm kassiert. Wäre ich im Auto gesessen und Chef Strom sagt, yo, müssen wir links oder rechts? Wir sind live im Stream und ich sag, grün. Hey, Trimax, eine linke Ratte. Huhn. Da war keine Szene gespielt, lost oder irgendwas. What the fuck? Hilfe, Hilfe, was waren das für Beispiele? Warum, wenn das nicht gespielt ist, bin ich ein Huhn. Okay. wie rette ich das wieder? Ja, doch, die Szene war gespielt. Das, was ich eben gesagt habe, stimmt doch nicht. Er hat kurz Eierflattern bekommen von den Maroks. Deswegen hat er doch aufgehört. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Da saß ich hier und hab mir gedacht, was kann ich jetzt Lustiges sagen? Ich sag jetzt einfach, hol die vegetarischen Katjes. Glaubt ihr wirklich, der meint das alles ernst? Auch das Ding mit Monte. Er kritisiert mich, dass ich meine Lostness fake. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesbezüglich so lost ist. Also faked er es auch. Spiegel. Wieder mal kein Konzept. Oh, Digga, ich vermisse. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept oder Big Mac Anime. Video kürzer als Karims Streaming Streak. Ach komm, lösch dich einfach, wirklich. Man kann es auch hier niemandem recht machen, ne? Finde ich wirklich schade. Wirklich. Wirklich einfach nur schade.